Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen, heute möchte ich euch drei geniale Plugins für den Slicer Cura vorstellen, die ich bei der täglichen Arbeit nicht mehr missen möchte. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! Eine der größten Online-Plattformen für frei verfügbare 3D-Modelle ist Thingiverse von MakerBot. Die Modelle stehen kostenlos zum Download bereit und das Angebot wächst täglich. Ich persönlich empfand es immer als etwas umständlich, die Modelle von Thingiverse am Ende in den Slicer zu bekommen. Zum einen war Thingiverse nicht immer sehr performant und wir haben zahlreiche Werbeeinblendungen. Jedoch, um diese ganzen Umwege abzukürzen, gibt es ein tolles Plugin, welches die Inhalte aus Thingiverse ohne Umschweife direkt in unseren Slicer bringt. Dieser nützliche Helfer heißt Thingy Browser und er macht seine Sache großartig. Sobald ihr ein Plugin über den Marktplatz in Cura installiert habt, müsst ihr Cura einmal neu durchstarten, damit dieses Plugin aktiv wird. Wir finden dieses jetzt hier oben unter Erweiterung und wir öffnen uns unsere Thingy Browser Oberfläche direkt im Slicer. Gleich zu Beginn bekommen wir eine Auswahl der derzeit am meisten genutzten Modelle. Über den Search-Button können wir uns jedoch sehr schnell unsere eigenen Modelle heraussuchen. Nach Druck auf den Button Details bekommen wir die STL-Files, die hinter dem angezeigten Objekt zur Verfügung stehen. Der Download funktioniert super schnell, es erfolgen keine Werbeeinblendungen mehr und das 3D-Objekt erscheint direkt auf unserer Buildplate im Slicer. Das ist eine richtig tolle Arbeitserleichterung. Das Objekt muss noch nicht mal mehr entpackt werden. Wir können gleich weitermachen. Zugegeben, das Ding ist ein bisschen groß für mein MK3S. Deswegen schalte ich den Drucker einmal auf meinen neuen Wido X40 um. Und jetzt kann das Lichtschwert auch 1:1 gedruckt werden. Unter dem Punkt Settings könnt ihr das Plugin noch weiter individualisieren. Zum Beispiel könnt ihr euren Thingiverse-Account dort hinterlegen, damit ihr auch auf eure Daten direkt zugreifen könnt. Ihr könnt angeben, welche Dateien zuerst angezeigt werden, zum Beispiel die aktuell beliebtesten oder eure eigenen oder die, die derzeit gefeatured werden. Übrigens, über das gleiche Plugin könnt ihr neben Thingiverse auch auf die Online-Plattform My Mini Factory zugreifen, die ebenfalls eine Vielzahl an kostenfreien, aber auch günstig zu erwerbenden 3D-Modellen beinhaltet. Dieses Plugin ist eine echte Arbeitserleichterung und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Das nächste Plugin ist für Cura ein echter Gamechanger und es wurde vor kürzester Zeit noch einmal mit neuesten Features aktualisiert. Dieses Plugin versetzt euch in die Lage, komplett individualisierte Custom Supports in Cura zu setzen. Und um das einmal zu demonstrieren, lade ich euch einmal einen Support-Test auf die Buildplate, an dem wir die Möglichkeiten einmal durchspielen können. Normalerweise bietet uns Cura zwei unterschiedliche Arten an Supportstrukturen. Der normale Standard-Support, den ich uns jetzt einmal auf diesem Modell anwende, der hat jedoch den Nachteil, dass er die Überhänge relativ stumpf mit Supportstrukturen versieht und vor allem hier auf den Oberflächen möchte ich eigentlich keine Supportstrukturen drucken, um die Oberflächenqualität nicht zu beeinflussen. Das ist jedoch mit Standard-Supports schwer zu realisieren und aus dem Grund wurde vor einiger Zeit der Tree-Support in Cura implementiert. Das ist eine Supportart, die von der Idee her angelehnt ist an die Verästelung bei Bäumen, sodass wir um die Strukturen herumwachsen können und nur die Flächen stützen, die auch wirklich stützenswert sind. Das ist schon wirklich ein großartiges Feature. Dennoch haben wir jetzt die Möglichkeit, mittels des Custom Support Plugins
viel individueller eigene Support-Kreation an unsere 3D-Objekte zu bringen. Hierfür wählen wir das Plugin Cylindric Custom Supports. Nachdem wir uns wieder unser Support-Testmodell auf die Buildplate geladen haben, markieren wir dieses. Und jetzt haben wir auf der linken Seite ein neues Feld, in dem wir mit unterschiedlichsten Formen arbeiten können. Neu ist hier vor allem die Freihandform, mit der wir richtig kreative Stützstrukturen anfertigen können. Doch jetzt schauen wir erstmal, welchen Bedarf wir eigentlich bei unserem Modell haben. Um die rechteckige Fläche abzusichern, nehmen wir uns einen Kubus. Mit Klick auf die zu supportende Fläche erscheint der Kubus direkt unter dem Überhang. Und jetzt können wir diesen Support wie ein zusätzliches 3D-Modell nutzen. Wir können es vergrößern, skalieren oder auch verschieben, damit wir den richtigen Stützbereich kreieren können. Für diese Form nutzen wir eine Freihandform und wählen als Vorlage Arch Buttress. Wenn wir jetzt auf den zu supportenden Bereich klicken, erscheint ein kleiner Stützpfeiler, der den Überhang punktgenau stützt. Die Fläche darunter bleibt sauber und unberührt. Für das nächste Modell benötigen wir lediglich eine runde Fläche, also einen Zylinder, den wir auch hier über das Plugin einfügen können. Und die letzte Fläche, da nutzen wir jetzt die tollen neuen T-Bridge, also die T-Brücken-Stützpfeiler, um den größeren Überhang zu stützen. Die Druckzeit bei diesen Supports ist mit 52 Minuten genauso lang, als wenn wir Standard-Supports nutzen würden. Durch Anpassung von Größe und Winkel von diesen Support-Bausteinen seid ihr in der Lage, komplett frei euer Modell zu bestücken. Ein letzter Hinweis, wenn ihr mit diesen Custom Supports arbeitet, müsst ihr im Slicer die Standard Supports komplett deaktivieren. Ja, kommen wir zum dritten und letzten Plugin, das ich euch gerne vorstellen möchte. Eine echte kleine Arbeitserleichterung, und zwar das Plugin Auto Orientation. Sobald wir das installiert haben, haben wir die Möglichkeit, dass wir mit nur einem Knopfdruck unser 3D-Modell auf der Druckfläche so orientieren können, dass die Überhänge minimiert werden. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal anhand eines Überhang-Testmodells an. Dieses Modell dient eigentlich dazu, um zu testen, wie weit euer 3D-Drucker ohne Supportstrukturen drucken kann, ohne dass die Überhänge einfallen. Wenn wir jetzt dieses Plugin nutzen, dann passiert Folgendes: Das Objekt wird auf der Druckfläche so positioniert, dass die möglichen Überhänge minimiert werden. In dem Fall ist es einfach, der Überhangtest wird flach auf das Druckbett gelegt. Dadurch sind die zu druckenden Überhänge anschließend bei 0%. Das Plugin berechnet den prozentualen Anteil an kritischen Überhängen, gleicht ihn mit anderen Positionen ab und nimmt dann die Orientierung auf der Druckfläche mit dem geringsten prozentualen Anteil an Überhängen. Als Quercheck nehmen wir jetzt einmal diesen Spulenhalter, der nur an dieser Position, die hier rot hinterlegt ist, einen kritischen Überhang hat. Also hier müsste das Objekt durch Stützstrukturen abgesichert werden. Und wie ihr seht, findet das Plugin auch keine optimalere Position. Es bleibt einfach so auf dem Druckobjekt stehen, wie es ursprünglich importiert wurde. Drehen wir das Ganze händisch, sehen wir anhand der roten Flächen, dass viel mehr kritische Überhänge entstanden sind, und diese Position wird das Plugin natürlich nicht nutzen. Also dieses Plugin ist klein, aber schnell und effektiv. Und ich möchte es euch für eure tägliche Arbeit mit Cura ans Herz legen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin so lange zugeschaut habt. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte an dieser Stelle. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Happy Printing!
Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.